So, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar mit dem Thema Arcsoft UDP Cloud Hybrid. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei Arcsoft hier als Pre-Sales Consultant tätig und werde heute dieses Webinar für Sie moderieren. Und ja, freue mich, dass Sie so zahlreich alle erschienen sind. Und wir werden so zeitlich, denke ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr brauchen, um das Thema einmal abzuarbeiten. Aber erst vielleicht kurz mal zum Organisatorischen. Wir sind mit dem GoToWebinar-Tool unterwegs. Das heißt, Sie sind alle auf stumm geschalten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die in dem GoToWebinar-Tool, gibt es so einen kleinen Fragenbereich dort stellen. Sie können Ihre Fragen schon während des Webinars dann stellen. Ich würde sie dann versuchen, entweder währenddessen oder spätestens sonst zum Schluss versuchen zu beantworten. Des Weiteren können Sie auch hergehen und sich die Folien, die Sie jetzt hier sehen, als PDF runterladen. Des Weiteren haben wir auch noch ein paar ja, so Handouts für Sie vorbereitet, die Sie sich jetzt aus dem Handout-Bereich von dem GoToWebinar-Tool dann herunterladen können. Gut, schauen wir mal auf die Agenda. Ich werde kurz ein bisschen was zu uns sagen, über das Unternehmen ArcServe selbst. Dann möchte ich so ein bisschen über die Herausforderungen sprechen, wenn man jetzt seine Daten in die Cloud sichert. Und dann möchte ich Ihnen uns diese beiden ja, Produkte letztendlich, die wir dort mit anbieten für BaaS und DBaaS, also sprich Backup as a Service und Disaster Recovery as a Service dann erläutern. Ich werde ein bisschen was zu unseren Datencentern sagen, die wir aktuell haben, sowie werde ich Ihnen das in der Live-Demo nachher zeigen, wie das Ganze dann ja, einzurichten geht, wie das zu integrieren ist. Und im Anschluss habe ich dann noch ja, ein paar, wie die Lizenzierung letztendlich gestaltet wird und ein paar Beispiele dazu und wie wir auch letztendlich im Vergleich zum Mitbewerb dann halt dann dastehen. Okay. Ja, Arcsoft ist uns als Unternehmen, wir sind ein weltweites Unternehmen seit ja, mittlerweile 28 Jahren am Markt. Wir haben ungefähr 45.000 Kunden und wir verstehen uns letztendlich als Hersteller für integrierte Verfügbarkeitslösungen für virtuelle und physikalische Umgebungen. Das heißt, wir haben Lösungen für den Bereich Tape-Backup, Snapshot-Backup sowie Hochverfügbarkeit als auch Disaster Recovery Appliances. Cloud-Produkte haben wir aktuell sogar zwei am Markt. Das ist das Cloud Hybrid und das Cloud Direct. Das Cloud Hybrid werde ich Ihnen heute dann, wie gesagt, näher vorstellen. Und des Weiteren haben wir auch Lösungen für den Bereich E-Mail-Archivierung. Soweit kurz zu uns. Und ja, dann schauen wir uns nochmal an, was sind denn so die aktuellen Herausforderungen, wenn es jetzt um das Thema letztendlich Backup in die Cloud geht oder letztendlich, was sind Ihre Herausforderungen? Auf der einen Seite, klar, hat man das Risiko des Datenverlusts, das Risiko, dass kritische Daten letztendlich verloren gehen. Das kann vielleicht auch nur eine gebietsweite Katastrophe sein oder vielleicht auch ein Ransomvirus-Angriff. Auf der anderen Seite steht dann natürlich diese Compliance-Anforderung, denen man irgendwo immer gerecht werden muss, dass man Daten ja, in einer gewissen Art immer im Zugriff haben muss. Hier bei uns in Europa ist ja diese GDPR, also in Deutschland ist ja diese DSGVO-Verordnung letztendlich die relevantere von allen, sowie ja, stehen dann auf der anderen Seite letztendlich, ja, lange Downtime habe ich es mal genannt, also Kosten für Downtime, wie zu sagen, lange Recovery Point Objectives und Recovery Time Objectives, sowie ja, Backups, die vielleicht von irgendwelchen Bändern zurückgeholt werden müssen. Und auf der anderen Seite stehen natürlich dann die Kosten, wenn man das ganze Backup aus Backup-Sicht jetzt mal betrachtet, wenn man das im eigenen Rechenzentrum irgendwo betreiben muss und vielleicht doppeltes Equipment vorhalten muss, sind so aktuell die Herausforderungen, die wir letztendlich sehen, die unsere Kunden halt haben, wenn es um das Thema Backup in die Cloud dann halt geht. Ja. Was ist dann mit der sogenannten, ich habe das mal die Backup- und Recovery-Lücke gezeigt. Das heißt, auf der einen Seite sind natürlich, haben unsere Kunden sehr hohe Anforderungen an das Backup, aber dadurch, dass wir auch im Mittelstand agieren, ist das Budget natürlich nur begrenzt. Das heißt, man hat nicht unendlich viel Geld dafür zur Verfügung, wie es vielleicht in größeren Konzernen so üblich ist, um das möglichst sicher und irgendwo effizient zu gestalten, sondern man muss mit wenigen Mitteln relativ viel erreichen. Und
Das heißt, da sehen wir auf einmal klar eine wachsende Komplexität, die sich dort mitgibt, sowie auch eine ja, Nulltoleranz letztendlich. Also es wird immer weniger toleriert, dass auch nur ein paar Minuten oder Sekunden an Daten halt verloren gehen können. Das heißt, wir bewegen uns dort auch schon auf Anforderungen, die man früher also letztendlich nur im Enterprise-Bereich halt gesehen hat. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Produkt selbst. Was können wir da tun mit dem ArcServe UDP Cloud Hybrid? Wie gesagt, das spiegelt sich letztendlich in zwei, wie möchte ich sagen, Unterprodukte nieder. Das eine ist das Backup as a Service und das andere ist das Disaster Recovery as a Service. Und was ist das letztendlich und wo kann es letztendlich bei Ihnen dabei helfen, letztendlich Daten zu sichern? Zuerst einmal ist bei diesem Cloud Hybrid die Voraussetzung, dass Sie auf Ihrer lokalen Umgebung eine UDP-Software oder eine UDP-Appliance irgendwo betreiben, womit Sie Ihre Daten letztendlich sichern und diese zu unserem RPS-Server dann auch sichern und dass diese dort dann entsprechend drin gehalten werden, das Backup-Repository. So wie das jetzt hier auch in diesem Beispiel dargestellt ist. Hier ist es jetzt mal die UDP-Appliance, die dann hier ihre physikalischen und virtuellen Server sichert und die Windows- und Linux-Server und auch vielleicht auch die Workstations. Und dieses Cloud-Hybrid eignet sich dadurch, wenn man zum Beispiel sagen möchte, ich möchte meine Daten jetzt irgendwohin auslagern und ich habe vielleicht gar keinen zweiten Standort oder mein zweiter Standort, den habe ich zwar, aber da ist die Internetanbindung so schwach, dass ich gar keine Zeit habe, die Daten dort überhaupt hin zu übertragen. Dann kommt dieses Cloud Hybrid ins Spiel. Oder auch vielleicht für Kunden, die sagen, ich möchte irgendwo weg von diesen Tapes, die ich ständig irgendwo wechseln muss und diese Bandbibliotheken, wo ich die ihre Maintenance und so weiter dann halt benötigen. Kann man dann hergehen und sagen, okay, das ist unsere Lösung dafür, wo Sie sagen können, ich schaffe jetzt mein Tape ab oder ich möchte meine Daten irgendwo in der zweiten Lokation auslagern. Das kann das Cloud Hybrid dann für Sie leisten. Und zwar, was stellen wir Ihnen dabei zur Verfügung? Und zwar müssen Sie sich vorstellen, Sie kennen ja die vorhandene Umgebung, die wir jetzt in UDP haben. Sie haben unsere UDP-Konsole und den RPS-Server mit der Software dazu. Das Gleiche stellen wir Ihnen, so wie Sie es on-premise kennen, genauso noch einmal in der Cloud zur Verfügung. Das heißt, Sie kriegen von uns eine UDP-Konsole, Sie bekommen einen Recovery Point Server und damit können Sie dann hergehen und Ihre Backups sozusagen von Ihrem lokalen Backup-System direkt in die Cloud dann replizieren. Ja. Das Ganze passiert mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt sowohl Datenstore, das heißt die Daten als auch der Transfer selbst ist nochmal verschlüsselt. Das Ganze passiert mit einem SSL-Datentransfer und der große Vorteil, den wir natürlich dabei haben, was uns auch irgendwo auch vom Mitbewerb dann abgrenzt, wir haben ja unsere globale quellseitige Deduplizierung mit implementiert. Das bedeutet letztendlich, dass wir nur geänderte Blöcke von der Quelle an das Ziel transportieren. Ja, und somit werden halt die Anforderungen an die Datenleitung halt möglichst gering gehalten. Ja, wenn es so zu den Recovery-Optionen geht, was gibt es da aktuell für Möglichkeiten, Daten wiederherzustellen? Auf der einen Seite haben wir ja im vergangenen Jahr in UDP in dieser Restore-Option die Funktionalität mit hinzugefügt, dass Sie direkt aus einem Recovery Point direkt über den Browser Daten herunterladen können. Das steht letztendlich hierfür für den Punkt Wiederherstellen von Dateien und Ordnern aus der Cloud durch Browsen und Herunterladen über HTTP. Ja, dadurch können Sie hergehen und zum Beispiel einzelne Verzeichnisse, einzelne Dateien letztendlich von dem Cloud-Backup-System direkt runterladen zu Ihren On-Premise-Systemen dann. Für größere Restores, wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt einen kompletten Recovery-Point irgendwo zurück, da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man stellt eine SFTP-Verbindung beispielsweise mit dem FileZilla zu dem Cloud-System da. Das wäre auch der probate Weg, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie Ihre komplette On-Premise-Umgebung verloren haben, wenn kein Backup-System mehr vorhanden ist, weil es geklaut worden ist, Brand oder ähnliches. Diese Möglichkeit besteht. Oder wenn Sie sagen, okay, ich habe vielleicht mein Backup-System noch, das arbeitet noch, ich möchte jetzt vielleicht einen Wiederherstellungspunkt sozusagen aus der Cloud zurückholen auf meinem
auf meinen Recovery Point Server, dann gibt es eine sogenannte manuelle Reverse-Replikation. Das heißt, dann können Sie selektieren und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne diesen Recovery Point, den ich jetzt vielleicht nur noch in der Cloud gespeichert habe, zurückrepliziert auf meine Daten, auf meinen Datenbestand in meiner On-Premise-Umgebung. Ja. Und dann habe ich hier noch einen Punkt mit hinzugefügt, und zwar, was wir mit dem Cloud Hybrid ebenfalls unterstützen, ist das sogenannte Cloud-to-Cloud-Backup für Office 365. Aber da habe ich nachher nochmal einen Slide zu und erkläre das nochmal ein bisschen genauer. Ja, soweit zu dem Backup as a Service. Wie gesagt, Voraussetzung dafür immer eine lokale UDP-Installation, die Sie sozusagen haben, um Ihre Daten dann damit in die Cloud zu sichern. Allein das Cloud Hybrid reicht Ihnen nicht dazu, um zum Beispiel herzugehen und Daten lokal von irgendwelchen Systemen dann wegzusichern. Ja, dafür wäre dann unsere Cloud Direct Lösung die richtige Wahl, falls Sie nach sowas suchen. Okay, schauen wir uns das mal an. Das Cloud Hybrid DRaaS, also das Disaster Recovery as a Service, ist letztendlich folgendes. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie erstmal das Backup as a Service für das Cloud Hybrid erworben haben. Und dann gibt es das sogenannte, dieses Add-on des DRaaS. Stellen wir dann einen Hyper-V 2016 Server zur Verfügung, auf dem Sie sozusagen das DRaaS dann betreiben können. Ja, und dann können Sie hergehen, entweder Assured Recovery Tests dort durchführen oder einen Instant VM Recovery durchführen auf dem Hypervisor oder auch hergehen und einen Virtual Standby Task dann dafür erzeugen. Ja. Zu den Konnektivitäten, die wir dabei aktuell unterstützen, ist es einmal ein Point-to-Site-VPN, was wir aktuell anbieten, und ein Site-to-Site-VPN. Das heißt, das ist ja immer dann gerade dann interessant, wenn Sie beispielsweise in der Cloud, Sie haben jetzt einen Ausfall von Ihrem File-Server und Sie möchten den jetzt wieder zugänglich machen zu dem Unternehmen, dann würden Sie den ja, sag ich mal so, mit der Instant VM Recovery beispielsweise hier in der Cloud dann auf dem Hypervisor dann anstarten. Und dann gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, diese Site-to-Site-VPN-Verbindung zu machen, sodass Sie halt eine Verbindung zurückbekommen in Ihr Unternehmensnetzwerk, sodass die normalen User-Clients dann einfach auf die Daten dann halt drauf zurückgreifen können. Ja. Okay, ja, ansonsten soweit dazu. Ich denke, die Technologien, die wir dabei einsetzen, die sind weitestgehend bekannt, die ich schon vorher erwähnt habe. Das sind so die bewährten Methoden, die wir auch in UDP verwenden, wie gesagt, Instant VM Recovery und Virtual Standby, um Systeme entsprechend dann verfügbar zu halten. Als weitere Option zu diesem DRaaS bieten wir immer noch mit an, dass das Ganze, dass Sie also sozusagen weitere öffentliche IP-Adressen sozusagen erwerben können und einen Active Directory Server, der direkt bei uns in der Cloud betrieben werden kann. Ja, und jetzt hier nochmal zu dem Office 365. Das heißt, hierfür bieten wir ein sogenanntes Cloud-to-Cloud-Backup an. Das ist auch die einzigste Funktion, wo Sie sagen, da brauchen Sie wirklich lokal gar keine UDP-Installation. Mit diesem Cloud Hybrid Office 365 Backup, das mietet man letztendlich dann einfach auf Terabyte-Basis, und damit könnten Sie dann hergehen und Ihre Office 365 Mail-Konten oder den SharePoint beispielsweise dann einfach absichern und direkt in das Cloud Hybrid dann reinsichern lassen. Ja, dann kommt auch eine Frage, wie sind unsere Datencenter ausgestattet und wo stehen die aktuell? Aktuell haben wir zwei aktive Datencenter. Eins ist aktuell noch in Planung. Das Datencenter hier in Europa ist das nächstgelegene sozusagen für uns, ist in Manchester in UK. Dann haben wir noch ein Datencenter in Santa Clara in Kalifornien, USA, sowie in Minnesota, was aktuell noch in Arbeit ist. Und ja, ansonsten über die Datensecurity haben wir, das habe ich vorhin schon kurz letztendlich angesprochen. Auf der einen Seite gibt es eine AES-Verschlüsselung sowie eine SSL und eine TSL-Encryption für den Datentransfer, sowie wie auch eine rollenbasierte Administration und eine Verfügbarkeit von über 99,999% der Systeme.
Und sowie eine Zertifizierung, denke ich, was bei uns ganz wichtig ist, ist nach GDPR und ISO 9001 und 27001 dann halt. Ja. Ja, dann kommt, häufig kriege ich dann die Frage gestellt, ja, Rotsch, wie ist denn das, was für eine Bandbreite brauche ich denn überhaupt oder welche empfehlen Sie denn, damit ich das dann, dieses Cloud Hybrid überhaupt verwenden kann? Ja. Und ich habe hier mal so eine Matrix dann aufgezeichnet und dann mal gesagt, ja, okay, das kommt letztendlich auf den Anwendungsfall an. Das heißt also das Verhältnis an Datenmenge und Zeit Internetverbindung, die zur Verfügung steht, da muss man letztendlich abwägen, ob überhaupt so eine Cloud-Backup-Lösung für einen in Frage kommt. Das habe ich jetzt hier mal in so einer Matrix mal dargestellt. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt hier eine 10-Megabit-Internetleitung, wohlbemerkt synchron dann, und habe jetzt 100 GB an Daten, dann dauert es ungefähr einen Tag, bis die Daten dann letztendlich im Rechenzentrum dann angekommen sind. Habe ich jetzt schon 1 TB, bin ich schon bei 10 Tagen und bei 10 Terabyte schon bei 100 Tagen. Also da wäre dann vielleicht irgendwo dann auch die Grenze, wo man dann vielleicht für sich selbst sagen sollte, macht das jetzt Sinn, bei der Internetleitung, die ich jetzt zur Verfügung habe, die Daten dann in die Cloud zu transportieren oder kann ich vielleicht meine Internetverbindung irgendwo upgraden? Ja. Das Ganze sieht dann natürlich dann schon anders aus, wenn ich dann 100 Megabit habe, dann kann ich auch sicherlich problemlos irgendwo 10 Terabyte transportieren, aber bei 100 wird's dann auch schon, geht's dann auch schon in die 3,5 Monate dann rein. Okay, gut, und jetzt würde ich Ihnen das gerne mal in der Live-Demo vorstellen, wie das Ganze dann funktioniert. Okay. Und jetzt beginnen wir mal auf der Cloud-Hybrid-Seite. Und zwar, Sie kriegen von uns ja die Verbindungsdaten für die UDP-Konsole zur Verfügung gestellt. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen größer. Damit kriegen Sie dann sozusagen einfach einen Weblink zur Verfügung gestellt mit Login und Passwort. Und dann können Sie sich auf dieser Cloud-Hybrid-Umgebung dann einfach anmelden und kommen dann auf ein Dashboard, was so aussieht wie dieses hier. Und dann das Erste, was man macht, ist letztendlich der Datenstore wird einmal zusammen mit unserem Support mit Ihnen gemeinsam dann eingerichtet, wo das Verschlüsselungspasswort einmal definiert wird. Und das sind sozusagen, gibt es extra ein Onboarding-Team von uns, was Sie dann nach dem Erwerb dann halt kontaktieren wird und sozusagen mit Ihnen das Onboarding letztendlich für dieses Cloud-Hybrid dann durchführen wird. Und ist das einmal gemacht, also dieses Grundsetup des Datenstores, beginnt es letztendlich damit, dass man hergeht und in UDP einen Backup-Plan einrichtet. Und das ist anders wie die Backup-Pläne, die Sie sonst haben, um jetzt Ihre Serversysteme zu sichern, ist es ein sogenannter Empfangsplan. Das heißt, ich richte den Plan jetzt hier mal ein und ich nenne den jetzt hier mal Cloud Hybrid. Und dann gibt es hier einen sogenannten Plan, der heißt Replicate from a Remotely Managed RPS. Ja, das heißt, das ist ein sogenannter Empfangsplan und der Sendeplan, der wird nachher letztendlich auf On-Premise letztendlich definiert. Und hier ist jetzt Folgendes. Das heißt, auf diesem Empfangsplan, dieser Empfangsplan definiert jetzt einmal das Ziel, das heißt, in welchen Datenstore sollen meine Daten gesichert werden. Und der definiert letztendlich auch die Aufbewahrungsfristen. Das heißt also, ich kann hier definieren und sagen, ich möchte meine täglichen Backups so lange aufbewahren, meine monatlichen möchte ich 6 Monate aufbewahren und vielleicht manuelle Backups möchte ich nur 2 von aufbewahren. Ja. Und ich kann dann hier in diesem Task hergehen und noch einen weiteren Task beispielsweise hinzufügen und dann ein Virtual Standby zu machen, um dieses DRAS dann auszuführen. Das setzt allerdings voraus, dass Sie auch dann diese DRAS-Funktionalität dann lizenziert haben. Ja. Okay, ich speichere das Ganze mal ab. Ja, Hybrid, das habe ich schon mal gemacht, deswegen nennen wir den heute mal Hybrid und dann Webinar.
Und jetzt ist das so, kriegen Sie auch von dem Onboarding-Team einen sogenannten Windows-Benutzer zur Verfügung gestellt, mit dem Sie sich sozusagen in diesen Plan dann einloggen können. Und diesem Windows-Benutzer muss man einmal diesen Plan hier zuweisen. Und das macht man dann unter Share Plan. Und da muss man diesen Backup-Plan dem entsprechenden Windows-Benutzer dann hier einmal hinzufügen. Mein Windows-Benutzer heißt jetzt Webinar. Wenn Sie das auf dem Cloud Hybrid, in der Cloud Hybrid-Umgebung dann durchführen, wird er in der Regel Cloud User dann einfach heißen und das Passwort, was man Ihnen dann entsprechend dann beim Onboarding dann halt mitgeben wird. Okay, jetzt habe ich den Plan sozusagen mit diesem Benutzer geteilt und jetzt kann ich auf die Gegenstelle gehen oder letztendlich auf die On-Premise-Lösung. Und kann mich dort einloggen und dann entsprechend jetzt mein Backup so weit konfigurieren und sagen, bitte sicher mir sozusagen meine Daten jetzt in diesen Plan dann halt rein. Und das machen wir jetzt zusammen. An erster Stelle muss man jetzt sagen, wir haben ja in dem UDP Update 3, haben Sie hier die Möglichkeit, die sogenannten Remote-Konsolen dann hier hinzuzufügen. Und in dem nächsten Update, was demnächst kommen wird, haben Sie ja auch die Möglichkeit, die Verbindungsdaten für Cloud Hybrid dann direkt zu hinterlegen. Das heißt, hier wird es einen weiteren Reiter dann geben, wo Sie die Verbindungsdaten für Cloud Hybrid dann hinterlegen können. So, und jetzt gehe ich in einen meiner vorhandenen Pläne rein, die ich jetzt gerne in die Cloud transportieren möchte. Und nehme ich jetzt vielleicht mal meine Hyper-V-VMs. Und dem Backup-Plan, dem füge ich jetzt einen weiteren Task zu. Ah, habe ich den angeschalten? Ja. So, Hyper-V mag jetzt gerade nicht, dann nehmen wir mal einen anderen. Dann nehmen wir den VMware. So, und dann gibt es hier in dem Task-Einstellung den Punkt Replicate to a Remotely Managed RPS. Das heißt, wir replizieren jetzt diese Daten in diesen anderen Plan rein und dann nutzt die Konfiguration, die wir auf der Umgebung entsprechend dann definiert haben. Und als Ziel gebe ich jetzt an, einmal meine Remote-Konsole, die habe ich ja jetzt einmal schon hinterlegt. Das heißt, das müssten Sie zum Anfang dann auch machen. Sofern Sie das jetzt für sich sozusagen offline betreiben, ohne unser Cloud Hybrid, wäre das dann diese Remote-Konsole, ansonsten die Cloud-Hybrid-Konsole ab Update 4 dann irgendwann mal. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, sich dann mit diesem Plan zu verbinden. Und dann können Sie hier dann einstellen und sagen, in welchen Backup-Plan sollen die Daten jetzt reinlaufen. Das ist für mich auch, finde ich, eins der Highlights, wo man hier sagen kann, das ist diese Integration ist jetzt direkt integriert in die UDP-Oberfläche. Sie haben auf beiden Seiten die gleiche Konfigurationsmaske, wo Sie dann hergehen können und wirklich Ihre Backup-Daten aus UDP heraus, aus dem Backup-System heraus, direkt sozusagen in die Cloud zu transportieren, ohne dass man jetzt letztendlich einen Medienbruch irgendwo dazwischen dann halt hat. Ja. Und jetzt kann ich Ihnen hier noch eine Zeitplanung geben. Das mache ich jetzt nicht. Ich möchte, dass es dann direkt losläuft. Und wenn ich das dann entsprechend abspeichere, lassen wir das Backup auch mal laufen und dann
repliziert er mir die Daten dann halt direkt in das Cloud Hybrid dann halt rein. Okay, wenn das Backup dann hier gleich läuft, können wir uns schon mal dann anschauen, wie sieht das denn auf der Restore-Ebene aus. Das heißt, ich mache mir jetzt hier mal die Web-Oberfläche von dem Cloud Hybrid dann mal auf, und ich hatte jetzt zuvor schon mal einen Server dann hier reingesichert, und hier gibt es dann ja, wie gesagt, dann die Möglichkeit, dass man hergeht und einzelne Daten dann aus dem System dann ja wiederherstellen kann. Man kann durch die einzelnen Wiederherstellungspunkte durchbrowsen, um ja, wie gesagt, einzelne Files und Folder halt zurückzuholen, oder man kann halt die Daten halt zurückreplizieren auf die eigene Gegenstelle. Und schauen wir uns mal an hier. So. Und das ist das letztendlich, was ich meine. Das heißt, man kann dann direkt aus der Oberfläche hergehen und sich dann einzelne Wiederherstellungspunkte direkt über den Browser dann einfach auf sein System dann, dann halt zurückholen, sofern man das jetzt aus der Cloud dann halt braucht. Wenn es halt, wie gesagt, größere Datenmengen sind, wird man diese entsprechend mit einer Reverse-Replikation versehen. Das heißt, man repliziert die Daten dann einfach über einen Task dann halt zurück. Oder in Fällen, dass man kein System mehr zur Verfügung hat, würde man eine Verbindung dann über FileZilla herstellen, um sich auf dem System entsprechend dann zu verbinden. Okay. Gut, soweit. Ja, soweit zu der Einrichtung von dem Cloud Hybrid. Dann schwenke ich mal zurück auf die Umgebung. Wie wird das Ganze lizenziert? Auf der einen Seite ist die Lizenzierung basiert auf dem belegten Festplattenspeicherplatz, die im ArcServe Rechenzentrum, also welches im ArcServe Rechenzentrum dann beansprucht wird. Und hier der große Vorteil, den wir halt haben, ist, wir arbeiten ja mit unserer UDP-Technologie. Das heißt, die Daten sind sowohl komprimiert als auch dedupliziert. Ja? Und es wird nur das berechnet, was tatsächlich durch den Datenspeicher dann halt auch verbraucht wird. Und die DRAS-Funktionalität basiert letztendlich auf dem verwendeten Arbeitsspeicher im Rechenzentrum, und optional bieten wir, wie gesagt, weitere öffentliche IP-Adressen an oder einen Active Directory Server, der dann in der Cloud direkt betrieben werden kann. Ja, wie sieht das preislich aus? Ich habe Ihnen mal einen Auszug gegeben von unseren Listenpreisen. Das heißt, schauen wir uns mal an. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und sagt, ich möchte jetzt 1 Terabyte Cloud Storage dann kaufen, dann ist das eine jährliche Subscription, die bei 904 € dann losgeht. Und dann haben wir hier so Preisstaffeln. Das heißt, wenn Sie wenn Sie mehr kaufen, das ist immer so eine von bis. Das heißt also, wenn Sie die SKU nehmen, dann kriegen Sie nicht 5, sondern die müssten Sie 5-mal kaufen, um 5 zu bekommen. Aber es gibt dann halt einen Discount innerhalb des Preises, so wie Sie es auch von unseren Managed Capacity Lizenzen dann halt her auch aus kennen. Ne? Und das Gleiche ist halt auch bei der DRAS-Funktionalität. Das heißt, da rechnen wir sozusagen nach Gigabytes ab, und bis 32 Gigabyte kostet der Gigabyte dann 79 € pro Jahr, und
ja, je nachdem, wie viel dann halt beansprucht werden muss oder wie viel sie halt benötigen, müssen sie das dann halt als Speicher zuvor dann erwerben. Okay, schauen wir uns mal ein Lizenzbeispiel an. Oh, jetzt entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen, glaube ich, meinen Screen zu sharen. Jetzt gehen wir nochmal eben zurück. Danke für den Kommentar. So. Jetzt, glaube ich, müssten Sie wieder alles sehen. Ne? Okay, alles klar. Danke. Das hatte ich vorhin kurz erwähnt. Dann hier nochmal zu den SKUs eine kleine Info. Das hatte ich eben kurz schon gesagt. Das heißt also, das sind jetzt die Preise das sind für die nicht öffentlichen Unternehmen letztendlich, also OLP hier gekennzeichnet. Und dann geht letztendlich der Terabyte an Storage bei 904 Euro los. Und dann haben wir diese Staffeln über Managed Capacity dann halt drin. Das heißt, je mehr Sie abnehmen, desto günstiger wird dann der Preis pro Terabyte. Und das Gleiche gilt halt hier in der Ansicht für die Preise für den Arbeitsspeicher, für das Disaster Recovery dann halt. Okay. Dann habe ich mal ein kleines Lizenzbeispiel vorbereitet. Das heißt, wie sieht das Ganze aus, wenn Sie heutzutage hier Hypervisor betreiben und vielleicht auch physikalische Server, die Sie jetzt on-premise irgendwo vielleicht auf entweder einer Appliance oder auf dem Backup-Server dann halt sichern. Klar kann man das Ganze hier mit einer Managed Capacity Lizenz vielleicht abdecken oder Sie verwenden einfach nur eine Appliance, wo dann die Lizenzen schon mit inkludiert sind. Und wenn Sie jetzt einen 8 TB Datenstore mit Deduplizierung sozusagen zu uns in das Cloud Hybrid transportieren möchten, ja, bräuchten Sie logischerweise dann auch 8 TB an Datenvolumen, die Sie in der Cloud dann halt brauchen, wenn Sie es wirklich 1:1 transportieren möchten, ne? Und was man allerdings bei beachten sollte, Sie sollten immer einen Buffer mit berechnen und nicht nur 8 kaufen, wenn Sie schon 8 haben, sondern vielleicht 9 oder 10, wo das Wachstum Ihrer Daten und vielleicht auch eine geänderte Aufbewahrungsrichtlinie für Ihre Daten dann mit inbegriffen ist dann. Ja. Ja, wie sieht das Ganze aus bei mein Lizenzbeispiel bei dem Backup as a Service und mit dem Disaster Recovery as a Service in Kombination? Kann man nicht dann hierher gehen und ich kann hier meine Managed Capacity Lizenzen dann verwenden und am Ziel habe ich dann jetzt 12 ja, Terabyte an Cloud Storage beispielsweise und 28 Gigabyte für meinen Server dann halt hier. Was man halt beachten muss, ist Folgendes. Wenn Sie jetzt Virtual Standby in der Cloud verwenden möchten, das ist ja Folgendes. Wir sichern jetzt beispielsweise den Exchange-Server hier, der jetzt ein Volumen von 4 Terabyte hat, hier auf das Backup-System drauf. Da werden die Daten dedupliziert und komprimiert und dann replizieren wir das über das Internet hier in die Cloud rein. Und wenn Sie dann einen Virtual Standby-Task fahren, dann wird ja sozusagen aus diesem Datenstore dieser Exchange-Server wieder extrahiert und in den Hypervisor kopiert. Das heißt, hier reichen dann nicht diese 8 Terabyte, sondern da müssen Sie diese 4 noch dazu rechnen, weil die liegen ja dann auf dem Hypervisor halt drauf. Und deswegen sind es hier nicht 8, sondern 12. Ja. Okay, jetzt habe ich mal so einen kleinen Wettbewerberpreisvergleich hier mal mit reingenommen. Das heißt, wenn wir jetzt mal einen Kunden haben, der zum Beispiel 10 Terabyte an Daten zu sichern hat und hat jetzt eine Einjahres-Retention-Policy dann definiert. Das heißt, er sichert jetzt 14 tägliche Backups, 4 wöchentliche Backups und 12 monatliche Backups. Ja, dann kommen wir irgendwo in eine Summe aufgrund dieser langen Retention-Zeit auf 177 Terabyte an Backup-Daten. Wenn wir uns das mal beim Mitbewerb anschauen, dann brauchen die nur eine Komprimierung halt verwenden, ungefähr 130 Terabyte an Daten. Wenn wir dadurch, dass wir unsere Deduplizierung in der Software mit implementiert haben, brauchen nur 21 Terabyte an Daten letztendlich dann lizenzieren oder halt dann vorhalten dann dafür. Was sich dann auch im Preis halt letztendlich bemerkbar macht. Wo wir sehen, wir haben das jetzt vorhin mal in Dollar umgerechnet, die Preise hatte ich ja in der Liste irgendwo gezeigt, sind die Verhältnisse dann doch schon gravierend zu dem Mitbewerb, dadurch, dass wir unsere UDP-Technologien halt hier verwenden können und wir sind halt auf keine anderen Hardware-Hersteller, die Deduplizierung irgendwo für uns machen müssen, dann halt an
benötigen wir diese entsprechend nicht oder angewiesen, ja, dann haben wir halt hier die Möglichkeiten, noch uns deutlich preislich von von den Mitbewerbern dann halt hier dann abzugrenzen. Okay. Deswegen mal eine kleine Poll-Frage von mir. Das heißt, planen Sie aktuell Ihre Backups in die Cloud auszulagern? Das bezieht sich sozusagen jetzt auf, es muss jetzt nicht sein, dass Sie es heute planen oder vielleicht in naher Zukunft, oder ist das für Sie gar kein Thema, Backups in die Cloud auszuwagen? Können Sie, wenn Sie möchten, hier jetzt an diesem Poll teilnehmen und dann gebe ich mal noch so eine halbe Minute Zeit, bis diese Poll-Frage dann aufgebaut ist. Zwischendurch kam noch eine Frage rein. Das heißt, es wäre jetzt auch, wenn Sie jetzt Fragen hätten, der richtige Zeitpunkt, diese denn im Chat zu posten, weil wir sind nahe am Ende des Vortrages hier. Gibt es einen NFR-Testzugang für Partner? Da möchte ich Sie bitten, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner vom Vertrieb und die würden das dann entsprechend mit einem unserer Pre-Sales dann in Auftrag. In der Regel gibt es Testzugänge, aber nur für die Kunden, die sag ich mal so, die das an Absicht haben, das zu kaufen. Dafür gibt es die Möglichkeit, einen Testzugang zu machen. Aber ein NFR-Testzugang, so wie es sein, dass Sie sozusagen einen ständigen Zugriff haben auf das System, um Ihre Daten dort reinzunehmen, sowas gibt es nicht. Aber es gibt für einen limitierten Zeitraum die Möglichkeit, das zu testen. Ja, das geht. Oder ansonsten, wenn Sie es für sich selbst gerne nutzen möchten, es kostet ein Terabyte ungefähr 900 € im Jahr, ist es, denke ich, auch jetzt nicht die Welt. Okay, gut soweit. Dann beende ich mal den Poll und na, was springt denn jetzt dahin? Gut, dann möchte ich Sie noch auf unsere kommenden Veranstaltungen hinweisen, bevor ich dann gleich die weiteren Fragen noch gerne beantworte. Wir sind ja diesen Monat sehr viel für Sie unterwegs. Das heißt, wir haben auch weitere Veranstaltungen, so wie Webinare und sind auch für Sie vor Ort unterwegs. Für alle neuen Partner oder vielleicht auch neue Kollegen, die jetzt bei Partnern angefangen haben, machen wir jetzt eine sogenannte Onboarding-Session, wo wir in der ersten Session einmal so die Axoft-Produkte und wie eine Deal-Registrierung funktioniert und wie das Partnerprogramm ist einmal vorstellen. Dann in der zweiten Session machen wir nochmal wirklich einen Deep Dive letztendlich in die Lizenzierung aller UDP-Produkte. Sowie in der dritten Session geht es dann einmal ganz separiert um das Thema Hardware-Sizing, also wie sized man letztendlich ein Backup-System. Und des Weiteren sind wir hier für Sie auf den Vogel Cloud IT-Konferenzen unterwegs, Wiesbaden, Hamburg, Frankfurt. Sowie als auch mit der Aero Storage in der Roadshow in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf und München ebenfalls. Sowie sind wir im kommenden Monat auf der ITSA in Nürnberg, auf dieser IT-Security-Messe unterwegs. Das heißt, wenn Sie da Interesse haben, können Sie sich darüber gerne anmelden und uns gerne auch am Stand besuchen. Und in 2 Wochen an dem 26. September, ja, erwartetes, unerwartete, da geht es letztendlich über Cyber Security. Das machen wir zusammen mit der Firma Bitdefender. Berichten wir da über aktuelle Bedrohungslage und wie man sich am effizientesten letztendlich dann dafür schützen können. Das heißt, das machen wir in Kombination sozusagen als beide Hersteller zusammen, einmal aus der Backup-Sicht und einmal aus der Security-Sicht dann halt. Ja, wenn Sie sich alte aufgezeichnete Webinare gerne anschauen möchten, können Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen und sich die Aufzeichnungen dort nochmal anschauen. So wie hier habe ich Ihnen den Link auch eingebaut, wo Sie nochmal in diesen Veranstaltungskalender auf unserer Webseite dann halt draufkommen. Okay, dann schaue ich mal, ob es noch weitere Fragen gibt hier. So, jetzt noch eine Frage. Gibt es die Möglichkeit, dass man das
Board auch auf Deutsch umstellen kann. Also ich vermute mal, da geht es um die UDP-Konsole selbst. Ja, also das geht. Ich habe meins hier auf einem englischen Server installiert. Deswegen ist die Konsole auch komplett in Englisch jetzt gehalten. Die Konsole selbst lässt sich aber auch in deutscher Sprache dann halt konfigurieren. Ja. Okay. Gut soweit. Ja, dann bedanke ich mich soweit für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.